So, ich sitze jetzt hier in unserem Reisewohnwagen in dem Knaus und der TÜV ist abgelaufen und ich habe da einige Schwierigkeiten mit der Elektrik gehabt. Ja, da war nämlich einiges vergammelt, aber ich würde sagen, wir gucken uns die ganze Geschichte mal von vorne an und spulen mal ein paar Tage zurück. So, der TÜV ist abgelaufen. Jo, moin Leute. Ich bin jetzt mal wieder auf dem Weg zum Campingplatz und ja, da gibt es ein Problem, von dem ich noch gar nicht weiß, wie ich das angehen soll. Und zwar war unser Wohnwagen im Juni TÜV-fällig. Und ja, wir hatten vorher schon überlegt, ob wir den Wohnwagen, also unseren Reisewohnwagen, da jetzt feststehen lassen und ihn richtig schön einbauen oder ob wir den nochmal durch den TÜV bringen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, kannst du ja mal zum TÜV hinfahren, mal gucken, was der TÜV sagt. Habe ich mir gedacht, kontrollierst du noch mal eben das Licht. Aber ein Bremslicht ging nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, machst mal eben eine neue Birne rein. Habe dann die Lampe hinten aufgeschraubt und da ist mir das ganze Innenleben von der Lampe entgegengefallen. Also das ganze Innenleben war völlig verrostet. Also da ging gar nichts mehr. Und dann bin ich losgefahren und habe für rechts und links eine neue Lampe gekauft. Habe die Lampe angeschlossen. Und dann ging aber trotzdem das Bremslicht nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, der Stecker ist ja auch nicht mehr so toll. Machst mal den Stecker neu. Und nachdem ich den Stecker neu gemacht habe, ging gar nichts mehr. Ja, und dann hatte ich auch keinen Bock mehr und es fing an zu regnen und ja, so weit bin ich dann damit gekommen. Da habe ich die Aktion dann erstmal abgebrochen. So, und heute bin ich wieder unterwegs zum Campingplatz und will mir mal überlegen, was ich denn nun machen kann, weil dass der Wohnwagen da steht ohne Lichtanlage oder beziehungsweise ohne funktionierende Lichtanlage, das geht mir ja auf den Keks. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Jetzt fahre ich erstmal zur Garage, um ein paar Sachen zu holen. Und dann geht es weiter zum Campingplatz. Okay. Und hier steht ja total viel drin rum. Und hier bin ich auch am Überlegen, ob wir hier das Boot drin fertig machen können, was wir noch nicht haben. Erstmal müssen wir hier entrümpeln ohne Ende. Wer meldet sich denn da zu Wort? Wer ist denn da hinter der Kamera? Meinst du, sie hält sich von alleine? Hey Baby, dein Blümchen. Ja, die unten schneide ich jetzt mal ab. Der ist noch so lala, aber. Aber dass das Ding immer noch blüht. Ja, so sahen die Lampen aus. Teilweise schon abgerostet und auf jeden Fall ganz schön oxidiert. Und naja, die sind auch nicht mehr so wirklich schön. Das hier war der alte Stecker. Anscheinend doch gar nicht mal so schlecht. Und hier habe ich mal so ein bisschen schon mal mein Werkzeug vorbereitet. Ersatzbirnen, ja gut, das gehört jetzt nicht mit dazu. Und naja, so ein bisschen Kleinkram, was man so braucht, um sowas zu reparieren. Ich wollte auf jeden Fall so einen neuen Stecker einbauen. Und wenn man den Stecker aufmacht, dann sieht er von innen so aus. Das ist halt der siebenpolige Stecker. Und für den Stecker habe ich mir aus dem Internet so einen Polbelegungsplan ausgedruckt. Dieser Wohnwagen ist ja nun Baujahr 78 und der hat noch einen ganz anderen Belegungsplan. Der hat ganz andere Farben. So sieht das nämlich bei uns aus. Und ja, die Kabel sind bei uns auch anders verlegt. Und das war wohl alles, bevor man sich auf einen einheitlichen Schaltplan geeinigt hat. Und jetzt habe ich immer hier daneben geschrieben, welche Farbe das bei uns ist. Habe ich jetzt fett daneben geschrieben. Und habe das sozusagen umgeschlüsselt, damit das alles wieder passt. Ja, also erst habe ich einen Fehler gemacht und jetzt muss ich das Ganze auch noch umschlüsseln, damit der richtige Strom hinten ankommt.
So, also hier auf dem Tester leuchtet jetzt 7, das ist schwarz. Jetzt mach mal bitte Blinker rechts. Okay, Blinker rechts ist die 4. Stopp mit dem Blinker. Jetzt mal bitte Blinker links. Blinker links ist auch richtig. Okay, stopp. Jetzt mal bitte Bremse. Bremse funktioniert nicht. Also Bremse funktioniert hier am Mercedes nicht. Was? Jo, moin Leute. Ja, wir sind hier mal wieder auf dem Campingplatz und ihr seht es vielleicht schon an meiner Frisur. Es ist ganz schön windig heute und ich habe schon wieder den Wohnwagen umgestellt und ich zeige euch mal warum. So, also Knut steht jetzt da vorne und ja, wir haben jetzt hier so einen richtig schönen inneren Bereich und ich habe den Wohnwagen hier hingestellt, weil wir ein Elektrikproblem am Wohnwagen haben und das lag zum einen daran, dass hinten hier die Lampen total vergammelt waren. Die musste ich einmal komplett neu machen, aber es war auch noch der Stecker an der Deichsel hier verrottet. Na gut, da hat Melanie jetzt ihre ganzen Blumen vorgestellt. Aber auch die Steckdose am Mercedes. Und jetzt habe ich den Wohnwagen so hingestellt, dass ich den Mercedes noch daneben stellen kann. Und jetzt hier die Steckdose vom Mercedes reparieren kann. Und auch gleich das Kabel anschließen kann und testen kann, ob meine Reparatur erfolgreich war. Jo, so sieht das aus. Ja, und so sieht das Ganze jetzt von hier aus. Ja, und das hier vorne war ja normalerweise immer unser Pkw-Parkplatz. Und hier ist ja auch Rasen. Ja gut, der Platz ist jetzt frei. Oder falls wir mal mit 2 Autos kommen, kann hier auch noch einer parken. Ja, dann haben wir hier unser Vorzelt. Dann ist hier unsere Sitzecke unterm Pavillon. Dann haben wir jetzt hier noch so ein bisschen Rasenfläche und das Ganze wird jetzt hier durch den Knut begrenzt. Da flitzt gerade jemand durchs Bild. So, dann kann man hier dran vorbeigehen. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt will ich Melanie hier noch mal eben ein bisschen stalken. Ach, sie lächelt. Ach, wie schön. Ja, ich will jetzt die ganzen Lebensmittel von dem Wohnwagen hier rüber tun, damit wir in dem anderen mal endlich weiterkommen. Also Gerümpel von einem Wohnwagen in den anderen Wohnwagen? Nein, hier kommen jetzt Lebensmittel, Gewürze und sowas alles hin. Ach so, okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt versteht, das ist so windig. Aber das mit dem Wohnwagen war schon eine harte Nummer. Ich wollte nur mal das Licht prüfen. Und dann ging eine Birne nicht. Und dann habe ich hinten die Lampen auseinandergenommen. Die waren total verrottet. Ja, dann habe ich neue Lampen angebaut. Dann habe ich aber festgestellt, dass vorne auch der Stecker verrottet ist. Und jetzt ist wohl anscheinend auch noch die Steckdose am Mercedes verrottet. Also echt eine harte Nummer. Das hat mich echt Nerven gekostet. So, ich wollte jetzt gerade die Steckdose vom Mercedes abbauen. Aber eine Schraube ist total verrostet, die ist mir schon übernudelt. Tja, da fängt die Scheiße schon an. Aber Gott sei Dank kann Melanie mich jetzt beruhigen mit einem Stück Marzipantorte. Der Tee riecht voll abgefahren. Oh, hier die Gute von Koppenrad und Wiese, ne? Und irgendwer hat hier die Schoki geklaut. So, Melanie ist auch gerade reingekommen. Draußen regnet es in Strömen und Sturmböen und wir mussten jetzt erstmal in den Wohnwagen fliegen. Oh, Licht hier reinlassen, ne? Ja, ich musste meine Reparatur jetzt erstmal abbrechen. Das fing an, hier in Strömen zu regnen und Wind von allen Seiten und ja, wir mussten in den Wohnwagen gehen. Also wir konnten noch nicht mal mehr im Pavillon sitzen. Oh, Melanie macht hier erstmal ein bisschen Licht. So, ist doch kuschelig. Hupsi. Hört ihr das, wie das hier auf dem Wohnwagenblech ballert? Heftig.
schön. Also das Thema Beleuchtung von Wohnwagen. Entschuldigung. Da randaliert jemand hier. Also das Thema Beleuchtung vom Wohnwagen beschäftigt mich ja schon länger. Ich hatte ja Hoffnung, dass ich heute vielleicht damit mal fertig werde, aber heute macht mir wieder das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Morgen haben wir ja auch noch in Osten, haben wir bald eine Woche Urlaub, dann haben wir Zeit. Melanie hat hier auch Lichtprobleme. Nein, ich nicht. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Ich muss mir noch ein schönes Plätzchen für die Fläche. Können wir ja hinten an den Wohnwagen ranhängen, wenn wir unterwegs sind. Haben wir auch Licht. Meine schönen Muscheln? Nö. Melanie sagt, hier gibt es noch eine Verkleidung im Badezimmer. In unserem Knut, die ich noch gar nicht gesehen habe. Der Kalli, der kommt hier sowieso raus. So. Die da. Ich bin mal gespannt, was du meinst. Das meine ich. Was ist dahinter? Was ist dahinter? Großes Rätsel. Weil da geht ja hier diese alberne, guck dir das mal an, was das für ein Fusch ist. Ja. Diese alberne Elektrik zu dieser Pumpe hin, die sowieso nicht funktioniert. Ich gebe dir mal einen Tipp. Als du noch deinen Transporter gefahren bist und immer geladen hast, da hattest du auch sowas. Das war dir immer im Weg. Oh oh. Weißt du jetzt, was es ist? Du bist gemein. Das ist der Radkasten, mein Schatz. Ja, ist mir klar. Wusstest du vorher schon, ne? Ja. Na gut, auf jeden Fall. Wissen wir jetzt, was hinter der Verkleidung ist? Auf jeden Fall. Gut, dann kann die ja nicht weg. Ist hier unter diesem Assi-Waschbecken ist so eine Schiene. Hier hat jemand so eine kleine Mickey-Maus-Schiene drunter gemacht. Okay, die sehe ich jetzt nicht. Ach so, ja. Und wenn man da einfach so ein Stück Stoff vorhängt, sieht man das ganze Geödel nicht mehr, weil das finde ich total schlimm. Ja, das war bestimmt auch mal so. Und diese super tolle Ablage werde ich einfach abschrauben. Die ist nicht unten einfach nur mit drei Schrauben fest. Die ist doch voll cool, voll Vintage. Knut ist nicht mehr Vintage. Knut ist Küste. Wir haben Licht im Badezimmer. Natürlich haben wir Licht im Badezimmer. Wusstest du das nicht? Naja, auf jeden Fall werde ich die mit Dezifix überkleben. Und dieses Gammelige hier am Spiegel, da werde ich einfach hier, ne, so make, hier so kleine weiße Streifen mit Dezifix rankleben. Ja. Dann ist das weg. Gute Idee. Habe ich mir überlegt. Ja. Dann sieht man das nicht mehr. Dann sieht das auch wieder richtig hübsch aus. Also das hast du jetzt heute hier neu eingerichtet? Ja. Was war da vorher drin? Gerödel. Okay. Ja, und hier ist ja unser Unterwegszeug drin. Da okay. Ist jetzt sogar noch Platz. Habe ich mich auch was rausgenommen. Und die Lampe hier, die da, soll hier hin, das soll weg. Das ist noch so ein richtiger Schandfleck hier drin. Na, ja, dann bauen wir die ab. Aber wie geht die ab? Ich habe mir die schon ein paar Mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob das festgeklebt ist oder was. Ach, das finden wir schon noch heraus. Ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen und es ist richtig kalt geworden. Na toll, ich habe mal wieder keine Jacke. Typisch. Ja, hat ganz gut geregnet. So, ich habe jetzt hier mal die Steckdose abgebaut. Ja, zwei Schrauben ließen sich gar nicht mehr lösen. Die musste ich mit Gewalt abbrechen bzw. durchkneifen. Und ja, so wie die äußeren Schrauben verrostet waren, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das Innenleben auch nicht mehr so prall ist. Ja, die Sonne scheint wieder und ich habe jetzt mal in die Steckdose reingeguckt und die sieht gut aus. Also daran liegt es nicht. Aber das Frustrierende ist, da kommt kein Strom an. Also ich habe jetzt das Kabel direkt in der Steckdose geprüft und an dem Kabel liegt kein Strom an bei dem Bremslicht. Ich muss echt sagen, damit bin ich jetzt raus. Also ich zeige euch das mal. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also da drin ist nichts verrostet, ist doch alles trocken und sauber gewesen.
Die Kabel sind alle vernünftig verschraubt. Und bei den anderen Kabeln, zum Beispiel Rücklicht und so, da kommt auch Strom an. Aber beim Bremslicht kommt kein Strom an. Ja, Leute, also den Wohnwagen mit Strom zu versorgen, ist mittlerweile echt ein frustrierendes Thema geworden. Erst waren die Lampen, die Rückstrahler vom Wohnwagen kaputt, die waren total verrostet. Dann war der Stecker vom Wohnwagen total verrostet, den musste ich neu machen. Und jetzt merke ich, dass bei meiner Steckdose am Zugfahrzeug gar kein Strom anliegt. Und ich muss sagen, ich bin raus. Ich habe alle Sicherungen gescheckt hier von meinem Zugfahrzeug und die sind alle okay. Und ich weiß nicht weiter. Keine Ahnung. Also ich höre auch auf für heute. Ich bin erstmal durch mit dem Thema. Leider konnte ich das ja nicht zu einem erfolgreichen Ende bringen. Und wenn einer von euch Ahnung hat, dann schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare. Oder ihr könnt euch auch gerne über WhatsApp melden. Und ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch weitersuchen soll. Weil wenn hinten an der Steckdose kein Strom anliegt, ja, dann müsste ich ja jetzt den ganzen Kabelbaum entlang messen. Ne? Oder wie geht der Profi jetzt vor? Ich weiß es nicht. Tja, so wie das aussieht, hat zumindest Melanie ein Erfolgserlebnis. Ich habe diese blöden Schrauben hier nicht reingekriegt, also habe ich mich hier eben hingelegt und so geschraubt, das ging besser. Schade, dass ich das nicht gefilmt habe. Da! Nein! Tadi! Und ich habe die Mitte getroffen. Die neue Küchenlampe. Ja, sehr gut. Und du siehst das Kabelgewurschtel überhaupt nicht mehr. Nee, da war nämlich vorher eine Lampe mit Kabel und die war nicht schön und jetzt haben wir da eine mit Batterie. Cool, und die kannst du einfach so abnehmen und dann kannst du die Batterien wechseln. Ja. Das heißt, wenn wir irgendwo stehen sollten ohne Strom, das ist doch piepsig. Ja, aber guck mal, das sieht doch auch viel besser aus mit dem Weißen jetzt, anstatt dieses Fregelholz. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Cool. Ja, sauber machen, fertig. Alles. Ja, Leute, die Sonne ist ja wieder rausgekommen. Ich habe hier nichts auf die Reihe gekriegt. Ich werde jetzt einfach nochmal den Tag genießen und sage an dieser Stelle mal Tschüss, bis zum nächsten Video.